Herr Stief. Hallo. Herr Stief, Prost. Guten Abend. Prost. Wir sind wieder zusammengekommen, um die nächste Folge für das Storage Forum spricht, für den Podcast aufzunehmen. Das ist die vierte Aufnahme, Episode 03. Nullnummer hatten wir gestern schon erklärt in der Informatik. Der Podcast begleitet die Entstehung der Data Disrupted Konferenz. Das war mir so die erste Idee. Dazu auch das Webmagazin, storageforum.de, das wir haben. Und heute soll es gehen um das Thema Konferenzplattform. Müssen wir uns mal vorstellen zwischendurch? Was vorstellen? Wir? Ja, bei jeder Folge ganz kurz am Anfang. Ich bin Kerstin. Jemand, hallo. Der mitten reinspringt. Ich bin der Wolfgang, auch hallo. Wir machen irgendwas mit Storage. Ja, wer das genau wissen will, der soll Episode 001 anhören. Da ist es etwas ausführlicher beschrieben. Oder uns auf LinkedIn finden oder auf Storage Forum. Ja. Storage-forum.de gehen. Man findet uns im Internet. Wir sind berühmt. Naja, ja. Ein bisschen. In manchen Kreisen, ja. Konferenz. Die Konferenz ist online. Wird, ja, ach so, ja, doch, ja. Natürlich. Im Gegensatz zu einer Präsenzkonferenz wird diese Konferenz eine Online-Konferenz sein. Ja. Und, aber sie ist noch nicht online, sie ist erstmal nur digital. Und genauso wie man bei einer richtigen Konferenz sich eine Konferenz-Location aussuchen muss, die geeignet sein muss oder bestimmte Kriterien erfüllen muss, genauso geht es auch bei einer Konferenzplattform drum, dass man sich bestimmte Dinge zusammensucht, um dann eben das machen zu können, was wir denn machen wollen. Und das wäre jetzt meine erste Frage. Welche Bestandteile braucht denn so eine Konferenz grundsätzlich? Oder welche Bestandteile haben wir in der Konferenz? Heute gibt es Lessons in Communication. Nie nicht diese Frage stellen, das ist eine gute Frage, Herr Stief. Nein, Antwort geben auf eine Frage, egal. Ich bin heute ein bisschen albern. Das ist eine sehr gute Frage, wir wissen es nicht. So genau, eigentlich. Wir haben Ideen im Kopf. Also, so eine Fachkonferenz, es gibt ja verschiedene. Es gibt zum einen die richtigen Fachkonferenzen, die wirklich nur Vortragsprogramm haben und sonst nichts. Die allermeisten B2B-Konferenzen, die irgendwie auch von Sponsoren unterstützt werden, so wie unsere, die haben natürlich zusätzlich noch in irgendeiner Form eine Ausstellung dabei, weil sich die Sponsoren ja auch präsentieren wollen. Am Ende geht es darum, gebt uns euer Geld und wir verkaufen euch Dinge. Ich habe gerade die Idee, dass wenn immer hier jemand in diesem Podcast nochmal Konferenz sagt, trinken wir ein Uso. Jeder. Oh, das könnte schwierig werden. Das soll man so eine Konferenzkasse hier reinstellen. Ja. Wie soll es denn dann heißen? Ja, weiß ich nicht. Es ist es ist ein Event, ein Online-Festival, ein digitales Storage Festival. Es wird natürlich wird's Bestandteile haben von einem Konferenzcharakter. Aber wir haben ja gestern gesagt, wir wollen neue Wege gehen. Wir haben uns Gedanken gemacht, nicht einfach Offline-Events 1:1 übersetzen in ein digitales Format, wie das momentan alle anderen machen, sondern wir wollen das ja anders machen. Wir wollen ja Dinge anders machen. Wir wollen das Potenzial von digitalen Plattformen ausnutzen. Und da gehört halt auch dazu, dass man nicht einfach nur ein paar Vorträge aneinander reiht und so eine virtuelle Ausstellung organisiert. Und das war uns wichtig bei der Auswahl der Plattform. Die Plattformen sollten das widerspiegeln. Die sollen Möglichkeiten geben, die man vielleicht offline auch nicht so hat in der Form, wo ja den Austausch zu stärken. Bei Offline-Events ist die große Herausforderung, dass nachher dann doch immer wieder nur die Klüngelchen beieinander stehen, die sich sowieso schon von den letzten 20 Jahren kennen. Und nachher beschweren sich alle, dass sie keine neuen Kontakte gemacht haben. Ja gut, aber jemand, der das
sage ich mal, generell kontaktscheu ist oder vielleicht auch nicht so als Einzelperson nicht so viel Wert auf Gespräche legt, der kann sich natürlich bei einer Online-Veranstaltung sehr viel besser verstecken oder einfach ausklinken. Das ist aber auch neu, gutes Potenzial, weil du kannst dich nämlich zum einen total verstecken, auf der anderen Seite kann man die Austauschmöglichkeiten enorm erweitern. Also du hast jetzt nicht mehr einfach nur Sprache und Bild vis-à-vis zur Verfügung. Du kannst auch, also es gibt Menschen, die sind zum Beispiel unglaublich eloquent im Chat und sobald die Maul aufmachen müssen, kriegen die keinen Ton mehr raus. Mhm. Und das sind so Möglichkeiten, Potenziale, die natürlich digitale Plattformen abbilden können oder dem sie Genüge tun können. Ja, das stimmt. Dass Menschen, die vielleicht nicht so gerne reden oder eher so introvertiert sind, sich dann im Chat total austoben können. Die müssen sich nicht zeigen, die können da sitzen in ihrer Pizzaschachtel und Cola trinken und, oh Gott, Klischees. Ich liebe Klischees. Na gut, aber die Leute gibt es tatsächlich. Wir haben ja nun selber jede Menge Konferenzen erlebt und gerade auch in so einem IT-Open-Source-Nerd-Umfeld und da gibt es natürlich diese Menschen sehr wohl. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, was muss so eine Konferenzplattform haben? Ich raschel heute, glaube ich, ein bisschen. Bitte nicht beirren lassen. Ich versuche das abzustellen. Das ist zum Beispiel schon mal eine Geschichte, die so eine Plattform haben muss. Sie muss unterschiedliche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, des Informationsaustausches, des Informationsangebots zur Verfügung stellen. Und zusätzlich zu oder anders als bei Offline-Konferenzen, wo man relativ eingeschränkt ist, bleiben wir mal beim Thema Ausstellung, da hat man halt seinen Stand, seinen Tisch, da kann man zwar noch einen Bildschirm aufhängen und immer mal wieder ein Video in der Loop laufen lassen, aber als Besucher kann ich nicht hingehen und auf Knöpfchen drücken und mir den Inhalt angucken, den ich jetzt vielleicht gerade sehen will. Ich bin als Aussteller auch relativ restriktiert. Oh, ich erfinde Lauf. Jeden Tag ein neues Wort erfinden, das wäre ganz, ganz toll. Also eingeschränkt in der Präsentationsmöglichkeit auch meiner Informationen. Ich habe da Broschüren rumliegen, Datenblätter rumliegen, kann vielleicht mal in einem Webbrowser an einem Rechner, wenn er gerade frei ist, was nachgucken. Aber im digitalen Raum habe ich ganz, ganz andere Möglichkeiten der Präsentation. Ich kann Videos, ich kann Links, ich kann natürlich auch die klassischen Broschüren und Datasheets zur Verfügung stellen. Aber ich kann auch interaktive Inhalte, ich kann Links zur beliebigen Anzahl und Inhaltvideos zur Verfügung stellen. Ich kann Besucher auch gezielt zu Dingen hinführen. Ich kann den Stand so gestalten, dass ich in einer Ecke zum Beispiel eine ganz bestimmte Zielgruppe adressiere und die Inhalte dann auch entsprechend aufbereite. Ich kann die andere Seite des Events des virtuellen Standes, kann ich für eine ganz andere Zielgruppe aufbereiten, sodass sich wirklich auch jeder angesprochen fühlt. Das ist offline auch sehr, sehr schwierig, weil je nachdem, von welcher Seite die Besucher kommen, sehen sie zuerst das eine oder andere und sind dann abgeschreckt. Also Beispiel, ich habe einen Eckstand auf einer Messe, auf einer physischen Messe. Und als Besucher komme ich jetzt von rechts auf den Stand zu und sehe irgendwas, was ganz klar Manager adressiert. Und ich bin aber ein Admin. Ja, langweilt mich, interessiert mich nicht, gehe ich weiter. Wäre ich von der anderen Seite gekommen, hätte ich vielleicht gesehen, dass die auch einen absoluten Techniker dort am Stand sitzen haben, der sich gerade total langweilt und aber eigentlich genau die Inhalte bereithält, die mich interessiert hätten. Und das alles kann man digital anders abbilden, kann man digital besser umsetzen, weil da kommt jeder von der gleichen Seite und sieht dann erstmal alles und ja. Kommt jeder von vorne, ja. Genau. Okay. Auch wenn der Stand drei Seiten hat. Wie ist es mit so den Gesprächen bei der Essensschlange, wenn man am Buffet ansteht? Das wird ja wohl schwierig werden. Ja, bei uns steht man natürlich dann an, in die digitale Lounge zu kommen. Muss jeder sein Smartphone mit in die Küche nehmen, wenn er irgendwie Mittagspause macht. Entschuldigung, aber redest du echt mit Leuten in der Schlange? Ja, das kann schon passieren. Anstehst? Das kann schon passieren, dass man sich irgendwie oder vielleicht in ein Gespräch einmischt, dass irgendwie zwei vor einem machen, weil man vielleicht was beitragen kann. Ja, das ist aber dann, da hast du genau den Vor- und den Hintermann. Ja, und wenn wir jetzt sagen irgendwie, okay, Pizza-Time, alle gehen jetzt in die Küche und essen, dann stehen alle
500.000 Teilnehmer gleichzeitig auf einem Punkt in der Schlange und können sich austauschen. Ist auch neu und anders. Ja, wird man sehen. Also es wird, Lounges ist wichtig auch gewesen bei der Auswahl der Plattform. Ja. Das wäre jetzt auch die nächste Frage, nach welchen Kriterien wir denn ausgewählt haben oder was wir alles uns nicht an Software angesehen haben, sondern was uns quasi bei den verschiedenen Anbietern wichtig war, was wir irgendwie drin haben wollen. Das ist natürlich ganz klar die so Ausstellungskomponente. Es ist natürlich auch ganz klar eine Vortragskomponente, wie man die genau aussehen wird dann am Ende. Ja. Normalerweise hat dann auch die Vortragskomponente Chat-Funktion mit dabei, zumindest innerhalb des jeweiligen Vortrags. Dann werden wir noch irgendeine Launch brauchen. Absolut. Oder simulieren müssen. Ja. Und es wird natürlich auch eine Lobby geben, weil irgendjemand kommt erstmal zum ersten Mal auf dieses Portal und der muss sich erstmal zurechtfinden. Also Hilfethema, großes Thema. Wie helfen wir Menschen, die virtuell zu uns kommen, die wir nicht sehen, wo wir nicht die fragenden Blicke sehen, den umherirrenden Gang, sondern wir sehen halt nur, wenn jemand wieder geht, weil er sich nicht zurechtfindet. Und das ist kacke, weil der kommt nie wieder. Also dann schon zu spät. Von daher ist das Thema Helpdesk und Userführung, UX, User Experience oder auch die ganze Attendee Journey. Oh, ich habe gerade noch Attendee Journey, Herr Stief. ist schon sehr wichtig. Hashtag Buzzword Detective. Ja, bitte. Das ist schon sehr wichtig, weil jemand, der reinkommt und sich nicht intuitiv zurechtfindet, der muss zumindest ganz, ganz schnell, oh Gott, der muss zumindest ganz, ganz schnell geholfen werden. Danke, Verona. Der muss sehen, wo er schnell Hilfe bekommt. Also das sind auch so diese ganzen Usability, diese ganzen, ja, tatsächlich Benutzerführungs. Denkst du, ist da ein Unterschied zu einer Präsenzveranstaltung? Ja, ist es. Weil auf so einer Präsenzveranstaltung zum einen ist immer irgendwo etwas, wenn ich da reinstolpere, was mein Interesse weckt, wo ich stehen bleibe oder wo ich erstmal rumlaufen kann. Wenn ich auf so ein Portal komme, laufe ich nicht rum, dann stehe ich auf dem Portal und weiß nicht, was ich machen soll. Und da ist keiner, kein Mädchen, was in der Tür steht und normalerweise Prospekte verteilt, der den fragen kann, so, oh, ich sehe gerade, sie fühlen sich hilflos, kann ich ihnen helfen? Das passiert da alles nicht, das sieht man nicht. Mhm. Wir brauchen Mädchen, die Prospekte verteilen in der Lobby. Ja, nein, das wird es nicht geben. Das wird es echt nicht geben. Also bei uns ist wirklich alles Hohlschuld der Teilnehmer, ein bisschen. Wir werden natürlich auf Dinge aufmerksam machen. Wir werden die Teilnehmer führen. Es wird natürlich eine Agenda geben. Es wird Sponsorenlogos an allen möglichen Plätzen geben, damit auch jeder sofort sieht, wen er dort sehen kann, was ihn erwartet. Dann natürlich auch Hallenpläne, virtuelle Hallenpläne, wo dann die einzelnen Aussteller zu finden sind. Es wird Querverweise geben, Links geben, etc. Zum Thema Vorträge hast du dir ja mehr so Gedanken gemacht und tolle Sachen gesehen gehabt. Also, da gibt es ja große Unterschiede. Wir haben uns ja jetzt in den letzten Wochen eine ganze Reihe an Veranstaltungen angesehen, insbesondere eben auch Vortragsveranstaltungen, davon gibt es ja einen ganzen Haufen. Und sagen wir mal so, die einfachste Variante davon ist, man macht ein Zoom-Webinar, wo dann die ganzen Leute einfach reinkommen und einer spricht vorne. Das hat so ein bisschen einen Charakter wie im Kino, da ist wenig Interaktivität. Mhm. Und ich habe eine Veranstaltung gesehen oder an einer teilgenommen und dort fand ich es sehr angenehm, weil die Chat-Funktion während der Präsentationszeit, wo also der Sprecher gesprochen hat, da gab es also parallel einen Chat und da konnten alle Teilnehmer, die sozusagen in diesem Raum saßen und dem Vortrag gelauscht haben, konnten sich dort nebendran per Chat austauschen. Das führt dann dazu, dass jemand hat irgendwie vielleicht eine spezielle Frage, ob denn das Produkt ist und das kann und einer aus dem Auditorium weiß, das sieht die Frage und konnte es gleich beantworten. Mhm. Das heißt, mir hat es gut gefallen, weil man da eine ganz andere Interaktion zwischen den Teilnehmern auch zustande kriegt. Und trotzdem war aber noch nebendran dieses übliche, wie es auch Zoom-Webinar kann oder viele andere Plattformen, so eine Q&A-Spalte, wo dann jemand, der Fragen hatte, einfach tatsächlich Fragen reinwerfen konnte und die wurden dann moderiert. Mhm. War aber auch ein netter Nebeneffekt dabei. Die Fragen waren für das gesamte Auditorium sichtbar
und man konnte die einzelnen Fragen dann per Stimme nach oben voten. Mhm. Das heißt, ein Moderator hatte dann die Möglichkeit, am Ende zu sehen, ah, die eine Frage ist vielleicht nicht nur für diesen einen Menschen interessant, der sie gestellt hat, sondern vielleicht noch für 10, 15, 20 andere auch. Also nehme ich doch die Frage als erstes und irgendwelche Fragen, die sehr speziell sind vielleicht, die packe ich beiseite und sage so, hör mir, das machen wir irgendwie im Nachgang oder du kannst dich jetzt gleich nach dem Vortrag direkt mit dem Sprecher austauschen. Wir haben hier einen extra Videokonferenzraum dafür und dann klärt es da unter euch, weil es sonst niemand interessiert außer dich. So. Genau, One-on-Ones, das war auch ein ganz großes Thema, weil du hast bei Offline-Veranstaltungen immer das Problem, dass du eigentlich keine One-on-One-Meeting-Räume hast. Oder wenn, dann sind die sehr teuer und sehr begrenzt. Ja, das stimmt. Und mit den im digitalen Raum kannst du One-on-Ones einrichten bis zum Umfallen. Also so viel Teilnehmer werden wir gar nicht kriegen und erst recht keine Standbesetzung haben, die Hersteller, um da alle 101-Anfragen gleichzeitig abzufackeln. Also das ist natürlich auch so, da kann unglaublich viel parallel passieren, was in einem Offline allein schon aufgrund der physischen Beschränkungen total schwierig ist. Und das führt mich gleich zum nächsten Punkt, Herr Stief. Fügen Sie bitte der Podcast-Liste eine neue Kategorie dazu, Kaufmännisches. Wir müssen irgendwann nochmal eine Folge aufnehmen und über das kaufmännischen Aspekte sprechen, weil in der Evaluierung der Plattform, wenn wir jetzt schon mal so um die Technik unten drunter sprechen, gab es unglaublich große Unterschiede. Ganz, ganz viele der Anbieter sind nämlich tatsächlich, die setzen jetzt einfach mal das online um, was offline ging, nämlich ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Und was wir gesucht haben, wir wollten auch etwas, was ein Jahr lang einfach nur offen ist, wo wir flexibel sind, wo wir ein Jahr lang Dinge tun können. Wir haben jetzt Live-Tage natürlich, die einer, ich sage jetzt mal, klassischen Konferenz entsprechen. Aber der Hauptvorteil unserer Plattform wird sein, dass das Ding ein Jahr lang geöffnet ist. Die Ausstellung ist ein Jahr lang offen. Die Aussteller können ein Jahr lang immer wieder aktuellere Informationen, können Teilnehmer immer wieder zurückholen, immer wieder ansprechen, retargeten, wie es so schön heißt. Wir können natürlich, die Vorträge werden auch so lange vorgehalten, auch die sind ein Jahr lang auf der Plattform abrufbar oder über die Plattform. Dann ist noch ein Punkt, dass wir auch etwas gesucht haben, wo wir natürlich interaktive Inhalte anbieten wollten. Sprich, wir können die Plattform jetzt unseren Partnern zur Verfügung stellen. Die können da das ganze Jahr lang Hausmessen auf unserer Plattform abhalten und für ihre Kunden anbieten. Die können Webinars machen, die können das als Webinar-Plattform nutzen, was in dem Partner, in der Partnerschaft, das Enablement schon mal drin ist. Also das sind alles so Dinge, die natürlich in einer klassischen Offline-Konzept auch nicht vorgesehen sind, sondern da planst du jeden Event immer wieder neu. Also du hast Event 1. Das würde ja bedeuten, bei der Präsenzveranstaltung, du hast irgendwie deine Location ein ganzes Jahr und belegst dir ein ganzes Jahr und da muss auch ein ganzes Jahr lang jemand am Stand vor Ort sein sozusagen, weil es könnte jemand vorbeikommen, der dann irgendwas wissen möchte. Und da kommen nämlich jetzt Chatbots ein Stück weit ins Spiel, aber nein, Automatismen. Natürlich kann man die Kontaktmöglichkeiten auch so einstellen, dass wenn gerade jemand am Stand ist, man einen Live-Chat anbieten kann, aber wenn keiner da ist, dann werden E-Mails geschickt, die Firma erreichen. Das heißt, ich kann meinen Stand auch unbeaufsichtigt lassen und verliere trotzdem keine Anfrage. Ich sehe auch im Nachhinein, das ist jetzt, alle Datenschützer hören jetzt bitte weg. Ich sehe natürlich auch im Nachhinein, wenn jemand sich meine Broschüren angeguckt hat und kann dann ganz dezent mal nachfragen, ob man helfen kann. Die Plattform, für die wir uns entschieden haben, das ist jetzt wieder der Positive, jetzt dürfen die Datenschützer wieder zuhören, erlaubt das sogar sehr granular einzustellen, dass ich als Besucher das abschalten kann, dass derjenige das nicht sieht. Das wird den Herstellern jetzt nicht gefallen, deswegen haben die Hersteller jetzt gerade weggehört. Aber das ist, ich glaube, keiner muss miteinander reden, jeder kann miteinander reden. Wenn wir schon jetzt davon reden, was haben wir denn für eine Plattform? Oder welche Plattformen, die wir zusammenbringen wollen, müssen? Eigentlich haben wir erstmal eine Plattform gefunden, die all das kann, was wir uns gewünscht haben. Wir haben uns für den Anbieter ExpoIP entschieden. Die machen nämlich was ganz Geiles. Die stellen einfach nur ein Portal zur Verfügung, wo wir alles reinlinken können, was wir gut finden, was wir brauchen,
was wir... Also quasi alles, was eine URL hat. Alles, was eine URL hat, können wir dort reinknallen. Geht da rein, genau. Ja. Das heißt, wir verkaufen unsere Tickets über Eventbrite vorrangig. Wir werden Big Marker haben für die Konferenz. Mhm. Das ist genau, was ich vorhin erzählte mit diesem Chat für alle, was man bei sowas Sachen sehr selten hat tatsächlich. Und der was Vorteil, aber auch dem Community-Gedanken entsprechend nahe kommt. Genau. Und der sonst müsste man wieder ausweichen auf sowas wie Slack oder so parallel. Was, ja, kann man machen, aber... Und der Vorteil dieser ganzen Plattform ist, die bieten alle Jahreslizenzen an, entweder als Subscription-Modell oder für sehr faire Konditionen für ein ganzes Jahr zum Nutzen. Und deswegen kam ich vorhin auch auf die Idee, wir müssen unbedingt über das Kaufmännische sprechen, weil da gibt es so riesige Unterschiede. In den Preisen, in der Preisgestaltung. In der Preisgestaltung. Ja, das werden wir in einer der nächsten Folgen. Nicht in die nächste, aber in einer der nächsten Folgen. In einer der nächsten, genau. Also eins können wir schon mal verraten. Eine digitale Konferenz oder ein digitaler Event, egal ob der jetzt ein Jahr oder 3 Tage dauert, ist nicht günstiger als eine Offline-Veranstaltung. Aber anders. Und anders, bietet ja viel, 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 viel mehr Möglichkeiten. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen. Die Cloud ist nicht günstiger. Die bietet einfach unglaublich viel mehr Möglichkeiten. Und die auszuschöpfen, dann wird es unterm Strich natürlich günstiger. Und du hast ja auch trotzdem, auch bei so einer Plattform als Aussteller, die Aufgabe, dir einen Messestand zu überlegen. Es gibt halt viele, viele Elemente, die man benutzen kann. Da gibt es irgendwelche Videofenster und sowas wie so ein Flyer-Ständer, wo man dann irgendwie PDFs hinterlegen kann und. Und da kann man im Grunde aus einem Baukasten wählen. Man kann das auch grafisch nach eigenen Vorstellungen ein bisschen gestalten. Genau. Und das werden wir im Wesentlichen unseren Sponsoren, unseren Partnern freistellen, das zu tun. Natürlich können wir Hilfestellung geben. Für uns ist das Ding auch neu. Wir werden da jetzt wahrscheinlich eine steile Lernkurve hinlegen in nächster Zeit. Wir werden gemeinsam wachsen mit unseren Partnern. Genau so ist das. Und wir suchen immer noch Sprecher. Wir nähern uns dem Ende, der Werbeblock, genau, Sprecher, Sponsoren natürlich auch gerne gesehen. Ja, also egal, alles. Man kann auch schon Tickets kaufen, gibt es noch die Katze im Sack? Es gibt noch die Katze im Sack, gibt es so lange, bis wir die erste Draft von der Agenda veröffentlichen. Okay. In dem Moment, wo die erste halbwegs vermarktbare Agenda online stehen wird, dann wird es die Early Birds geben. Mhm. Die Partner von uns, also tut gut daran, euch mit Herstellern gut zu stellen. Partner bekommen natürlich Unlimited Codes für Freikarten. Also wenn ihr mit einem Hersteller zusammen dahin geht, dann zahlt ihr gar nichts. Und ja, ich denke mal, die Katze im Sack wird es auf jeden Fall noch bis Ende Juli geben. Möglicherweise sogar noch bis in den August hinein. Und die kostet? 144 Euro netto. Gut. Dann haben wir das auch gesagt. Das nächste Thema wird sein... Übrigens sind unsere Preise total easy. Ihr müsst nur Fibonacci können. Die nächste Folge wird sich drehen um die Sponsoren. Wir wollen mal so ein bisschen die Sponsoren, die wir bislang haben, vorstellen. Nicht zu Wort kommen lassen, das ist vielleicht zu kurzfristig, aber mal von uns aus vorstellen, wen wir so alles schon mit dabei haben und vielleicht auch in welche Richtung wir weitersuchen. Ja. Und ansonsten, denke ich, haben wir unsere 23 Minuten mal wieder voll. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.